Moin Leute, willkommen zu diesem neuen Wootbox-Unboxing. Diesmal mit einer sehr schäbigen Wootbox, ist man gar nicht mehr gewohnt. Die kam auch so an und nicht mehr in so einem Umkarton, was ja an und für sich nicht verkehrt ist. Hat man weniger Papiermüll, schont ein bisschen die Umwelt. Allerdings fehlt mir so der besondere Aufdruck hier. Man sieht nur das neue Design von Wootbox, dieses Grau mit Orange und Weiß. Wir haben ihr ganzes Layout auch von der Internetseite alles komplett überarbeitet und geändert. Gefällt mir nicht so ganz gut der Aufbau der Internetseite. Also der alte war irgendwie übersichtlicher, aber so grafisch war es schon okay. Gefällt es mir schon. Erinnert nur ein bisschen sehr an Get Digital. Also es ist sehr, sehr ähnlich. Schade, dass sie jetzt ramponierte, okay, wird halt so von der DHL behandelt. Nee, stimmt gar nicht. War DPD sogar diesmal. Diesmal haben sie sogar mit DPD geliefert. Gar nicht mehr per DHL. Deswegen ging auch nicht mit Packstationen und so gar nicht. Habe nämlich gar nicht mitbekommen, dass die kam. Habe ich schon fast vergessen gehabt. Und das war halt die Handlung des Lieferdienst. Aber trotzdem hätte ich gerne wieder diesen Look gehabt, dass sie irgendwas passend zum Thema da draufdrucken. Haben sie leider nicht. Wir haben wieder das Thema Retro. Das ist also auch Retro 2. Retro war meine erste Wootbox. Bin ich mal gespannt, was sie diesmal drin haben. Das ist wohl auch wieder. Mario ist, glaube ich, auch wieder Thema. Crash Bandicoot ist auf jeden Fall Thema. Ist ja auch gerade das neue Spiel rausgekommen. Dazu wollte ich auch mal auf jeden Fall noch ein Let's Play mal machen. Aber ich habe noch ein paar andere Projekte vor. Aber Crash Bandicoot interessiert mich schon, weil ich habe es damals nämlich nicht gespielt. Und so würde ich mir gerne das Remake mal anschauen. Habe ich ja auch mit Ratchet und Clank gemacht. So, wenn wir jetzt mal irgendwie hier... Ist ein bisschen dicker hier der... Aufkleber. So, jetzt haben wir es. Mein Gott, das ist richtig ramponiert. Egal, sah vorher auch schon nicht gut aus. Wir machen wieder das Übliche, greifen oben rein und holen erst einmal das Wootbox Magazin raus. Und hier haben wir jetzt einmal den SNES drauf. Also im Design des SNES. Nicht der Original, ne? Da haben sie keine Lizenzen für, aber man erkennt das. Letztes Mal war der NES. Passend halt zu der Konsole, die bald auch rauskommt und damals rauskam. Dann haben wir hier irgendwie... Ein Turtle-Panzer von Mario Kart. Ist, glaube ich, kein lizenziertes Produkt. Doch, ist tatsächlich lizenziert. Steht nämlich Nintendo drauf. So, ne? Also haben wir hier diesen Turtle-Panzer. Ich glaube, das ist ein Stressball. Das ist nur sehr, sehr hart. Also den muss man, glaube ich, ein paar Mal wirklich benutzt haben. Tatsächlich, um damit er ein bisschen weicher wird, weil der ist sehr, sehr hart. Da kann man richtig seine Aggressionen hier abmachen. Ich habe das auf der Arbeit, so einen Stressball. Allerdings nicht so einen coolen hier. Also ich bin auch immer so ein Spiegel, muss immer was in den Händen haben. Für mich ist sowas ganz praktisch und gut. Deswegen, das freue ich mich sogar. Und er hat eine schöne Form. Gab ja mal in, ich glaube es war die King's Loot, da gab es ja den Cthulhu als Stressball. Das fand ich irgendwie sehr unpassend von der Form. Der hier ist ganz gut. Nur die Ränder... Die hier an der Seite sind, ich weiß nicht, das ist ein bisschen blöd. Ne, das ist eine ziemlich blöde Kante hier. Das stört ein bisschen, das hätte man schöner machen können. Aber okay, wir haben einen Stressballpanzer. So, dann, das fühlt sich nach einem Wackelbild an. Nehmen wir mal den Karton hier raus. Und hier haben wir eine Bandai-Figur von irgendwas, was ich nicht kenne. Also Bandai-Figuren sind alle für sich ganz cool. Aber das ist irgendwie eine Marke wieder, die ich nicht kenne. Boah, sehen ganz nett aus. Ich guck mal rein. Ist auch ein bisschen... Ach, hier ist sogar extra open. Steht da sogar drauf. So. Jede Menge Plastik. Erinnert mich schon an die One Piece Figur, die ich ja schon mal in einer Bootbox drin hatte. So sieht das ganz auch aus. Also ist eigentlich ein ganz netter Kunststoff, der jetzt nicht zu billig wirkt, aber dafür sind die Bandai-Figuren, glaube ich, auch recht gut bekannt. Ups, da flog irgendwas unsicher, also Transparentes durch die Luft. Keine Ahnung, wofür das brauchen. So, tun wir den armen Kerl mal seinen Kopf drauf. Wenn ich jetzt mal wüsste, wie. Hä? Das kann doch nicht so rum sein, ne. Kann doch nur so sein. Irgendwie will er nicht.
Er will irgendwie nicht drauf. Ist nicht so schön ausgespart hier da. Der Kopf drauf soll. So, jetzt ist er glaube ich richtig auch drin. Und wir hätten glaube ich erst den Umhang machen sollen. Aber das kriegen wir hin. So. Sieht ein bisschen was aus von einer McDonald's Figur. Nur ein bisschen hochwertiger. Na, komm her. Ach, scheiße, auf dem Handy. Wie viel dieses transparente Ding hier ist, keine Ahnung. Das ist die Figur. Na. Da, komm, das. So. Wie gesagt, optisch sieht die ja ganz nett aus, sind schön detailliert, ist nicht allzu billiges Kunststoff. Aber ich kenn's auch einfach gar nicht. Und ich bin auch kein Fan von diesen übertrieben krassen Anime-Zeug. Das ist der Gemina Saga. Ja. Gemina Saga. Aber von Saint Seiya. Keine Ahnung, was das für ein Ding ist. Egal. Tun wir auf Seite. Ne, also ohne den Handy bleibt er nicht stehen. Aber wurscht. Holen wir das nächste Item auf. Da ist das T-Shirt, das dürfte der Pin sein. Ah, das ist ein geiler Woodbox-Pin. Der ist richtig, richtig geil. Komm auf, ja. Komm raus. Wir haben hier einmal, das was wir auch schon auf den Woodbox-Magazin gesehen haben, den SNES-Controller in Woodbox-Design. Ziemlich, ziemlich cool. Das mag ich sehr, diese Pins, wenn die da wirklich so ausgefallen sind. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ja. Schön. Und dann natürlich auch wieder Metall. So, dann kommen wir, glaube ich, zum vorletzten Item. Und dann kommt schon das T-Shirt. Also es ist tatsächlich ein Wackelbild, also mit, zumindest mit dabei. Weil ich mich ja so darüber gefühlt habe, hey, das fühlt sich an wie diese Wackelbilder. Wir haben einen Gameboy, eine Spardose in Form eines Gameboys. Das finde ich mal ziemlich cool, weil das war mein erster Gameboy, hatte ich auch. Ich glaube, den haben wir gar nicht mehr. Wir haben meine Eltern irgendwann mal bei eBay oder so verkauft. Ich weiß nicht, bin nicht sicher, weil ich finde das Ding nicht mehr. Ärgere ich mich sehr drüber. Weil den hätte ich gerne wieder. Da machen wir hier einmal einen Schnitt. Das ist auch genauso wie mit unserer Sega früher. Ach ja, spielst du ja eh nicht mit, brauchst du nicht. Hat man die Dinger verkauft und jetzt irgendwie so im Nachhinein trauert man der ganzen Sache schon hinterher. Auch wenn man es wirklich nicht wirklich genutzt hat, ist es jetzt irgendwie blöd, das nicht mehr zu können. Gerade wo auch diese ganze Retro-Sache aufkommt. So, darum ist dann noch Platz. Hier ist einfach nur so ein Luftfüller. Ne? Hätten wir auch den Karton einfach schmaler machen können. Da ist nämlich nichts drin. Hätten sie sparen können. Nee, aber einmal eine Mario Land. Ich glaube, weiß gar nicht, ob man das überhaupt wirklich erkennen kann. Also das Wackelbild ist jetzt nicht wirklich so dolle. Weil man irgendwie nie einfach nur eine Szene da hat. Das ist keine wirklich große Qualität. Aber es ist ziemlich cool. Es ist auf jeden Fall ein Hingucker. Eine Spardose. Kann man eher schon als Brotdose nehmen. Das ist auch Spardose. Aber zumindest dafür ist sie gedacht. Ne, cool. Die wird ihren Platz finden. Und wenn ich jetzt so das irgendwie in die Hand nehme, klar, das hier ist breiter. Ich glaube, so die Größen, die kommen schon hin. Aber das verfälscht natürlich auch, weil letztes Mal, wo ich das hier wirklich in der Hand gehabt habe, war ich sehr viel kleiner. Und das hat mich aber ungefähr so in Erinnerung, deswegen es kann sein, dass ich mich da vertue. Ich kann es leider jetzt nicht aneinander halten, um das nachzukommen, dass es die richtige Größe ist. Aber ich glaube, es kommt schon ungefähr hin. Na ja, cool. Eine Nintendo-Spardose. Eine Gameboy-Spardose. So, dann haben wir hier nur noch das T-Shirt. Das müsste ja Crash Bandicoot dann sein. Und es ist Crash Bandicoot. Sieht schon ziemlich cool aus, so auf den ersten Blick. Ich glaube, so für Vorbesteller gab es sogar auch T-Shirts, verschiedene. Und das scheint jetzt aber wirklich ein anderes zu sein. Hier einmal der Aufdruck, also sehr gut detailliert, aber ich frage mich gerade, ob das wirklich sehr lange hält, weil das ist wirklich so richtig aufgebügelt und man kennt das ja nicht mal so ein bisschen. Das ist jetzt zwar sehr schön glatt und allem, aber das wird irgendwann sehr, sehr rissig
und sieht dann einfach nur noch scheiße aus. Deswegen ist die Frage, wie viele Waschgänge das tatsächlich überleben wird. Aber so von sich ist das natürlich ein schöner Druck, ne? Also kann man nichts gegen sagen. Das ist schon sehr schön detailliert. Das gefällt mir an für sich schon. Vielleicht nur die Frage, ob es auch lange so bleiben wird. Und das T-Shirt ist auch wieder ganz gewohnt von derselben Firma. Von daher auch fühlt es sich wieder gleich an. Und hier sieht man auch nochmal Cash-Spendicode. Endzeichen Telegorie. Und Woodbox exklusiv. Da. Ne, ganz cool. Dann gucken wir mal rein. Ja, ist leer. Und. Ach, schau mal einer an. Ah, das ist mehr so. Ach, wie hieß die Box noch? Ich hab's selber nie gehabt. Jetzt komme ich nicht drauf. Eine amerikanische Lootbox, die macht das auch immer. Dass man das zusammenfalten muss. Hey, komm, ich doch jetzt nicht mal, dass ich nicht auf den Namen komme. Ihr wisst bestimmt, welche ich meine. Aber okay, so schont man so ein bisschen die Umwelt. Man hat auch das coole Design und schont das ein bisschen. Nur ich gucken, dass ich das auf der Reihe kriege, das Ding richtig zu falten. Das war eigentlich nur einmal verkehrt herum sein, oder? So, so. So. Und dann wahrscheinlich hier so rum. Und das einfach nur da rein. So, kommst du her? Gehst du? So, ich komme immer noch nicht auf den Namen der Box, ne? Könnt ihr mir ja gerne unten in den Kommentaren schreiben. Ich werde wahrscheinlich die ganze Zeit nicht drauf kommen. Mir liegt es richtig auf der Zunge, wie die Box hieß. Ja, ich habe es selber noch nie gehabt. Das ist eine amerikanische Box. Und ich mag halt nicht diesen amerikanischen Loot, weil da so englische Sachen sind, die verstehe ich dann nicht. So, aber jetzt haben wir hier einen SNES im Woodbox Design. Also man hätte es auch direkt so machen können. Klar hätte das dann ein bisschen gelitten, wegen den Aufklärern für ein Paket und so. Von daher, aber ich sag mal so, das Ding, das wird sich doch keiner hinstellen. Guck mal, wie schäbig das aussieht. So, ne? Der Karton hat so oder so gelitten ohne Ende. Es hält einfach nicht besonders schön. Hier, da hat er gelitten. Also da hätte man auch einfach wirklich den Aufkleber draufkleben können. Also vielleicht in der Seite oder unten. Und dann wäre das auch nicht so schlimm gewesen. Hätte man das direkt so gemacht. Weil das stellt sich niemand hin. Also glaube ich nicht. Das sieht einfach nur scheiße aus. Die Idee ist schön, seine Sachen zu verpacken. Das macht dann für das Unboxing macht das was. Aber mehr auch nicht. Braucht man dann auch echt nicht. Aber okay. So ist es. Wir gucken uns das Woodbox Magazin an. Wir haben wie immer das Editorial. Ganz zu Anfang. Mit dem Inhaltsverzeichnis. Dann haben wir ein paar Bilder von anderen Routern. Wie gehabt, kennt man. Ist ja immer so. Dann haben wir. Das hatte ich jetzt fast vergessen. Es gibt ein Woodbox T-Shirt jetzt einfach nur zu bestellen. Das ist aber nicht das T-Shirt, das ist immer ein anderes T-Shirt zum Thema. Und da wäre diesmal jetzt hier so Mario gewesen. Das kostet 9,99 € im Monat. Kann man halt zusätzlich dazu bestellen. Ist ganz nett, aber finde ich jetzt nicht unbedingt so reizvoll für mich. Brauche ich nicht. Dann die Mega Woodbox ist halt irgendwie so ein Retro-Arcade mit Dragon Ball-Aufdruck. Alles für sich eine ganz nette Sache. Aber es ist ein bisschen schade, wenn in dieser Mega Woodbox immer nur irgendwie ein Item oder so drin ist. Also an sich ist es eine coole Sache, dieser Automat. Aber ich finde es so ein bisschen langweilig. Dann haben wir hier die Dose, die Spardose Game Boy. Offizielles Item, das habe ich gar nicht schon fast gedacht. Und hat einen Wert von 12 €. T-Shirt wie immer 20 €. Da können sie auch 100 € hinschreiben. Und dann haben wir hier Stressball, offiziell Marios. Sind eigentlich ganz coole. Einmal hier so den Fragezeichenkasten, der Panzer, den ich habe, dann hier Buhu und einmal ein, das ist Level Up, ne? Level Up. Das war so groß, das ist der große der Mario. Level Up war der grüne Pilz. Mann. Und dann diese Figur, mit der ich nichts anfangen kann. Okay. Und der Woodbox-exklusive Pin.
Und als nächstes, man sieht es schon hier, Vegetas Kampfanzug. Die nächste Wootbox ist Bad Boys mit Dragon Ball drauf. Bin auch schon gespannt. Cooles Thema. Dragon Ball ist immer geil. Freue mich schon. Ja, Box an und für sich eigentlich ganz gut. Die Figur, wie gesagt, ist für mich kein Treffer. Ansonsten sind das ganz coole Sachen. Die Spardose, der Stressball, der Pin ist geil, das T-Shirt ist geil. Durchaus eine gute Box. Nur die Figur ist halt einfach nicht so mein Ding. Ob das jetzt auch Retro ist, kann ich nicht beurteilen. Das T-Shirt an und für sich ist ja eigentlich kein Retro, ne? Wenn man mal ganz ernst und das ehrlich nimmt. Weil das ist ja jetzt hier der neue Crash Bandicoot. Also nicht mehr der Retro Crash Bandicoot. Aber Crash Bandicoot an und für sich ist Retro. Können wir gelten lassen, ist aber nicht wirklich Retro. Okay, wie fandet ihr die Wootbox? Schreibt es mir unten in den Kommentaren. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, lasst ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Ciao.